Marke. Wartest du bitte draußen? Drücken. Ja, sensationell ist er nicht gerade. Wenn er sensationell wäre, bräuchte er ja auch keinen Unterricht. Der ist ja auch nicht richtig aus sich rausgekommen. Stimmt, sehr in sich gekehrt. Er war nervös. Technisch ist er auch nicht gut genug. Außerdem hebt er immer so die Schulter hoch. Ja, das ist eine Fehlhaltung, an der man arbeiten muss. Aber ich finde, der hat einen eigenen Ton. Wenn er die Technik nicht beherrscht, dann nutzt ihm das gar nichts. Außerdem ist er nicht schnell genug, die Finger sind nicht schnell genug, der klebt auf den Seiten. Ja, aber dazu sind wir doch da, um ihm die Technik beizubringen. Ich finde, ein bisschen höher müssen wir schon einsteigen. Dagegen? Dafür? Sie glauben, dass er das Probehalbjahr schafft? Danke. Sie glauben, dass er das Probehalbjahr schafft? Ja. Pourquoi tu l'as venu ici? Il faut que je le fasse travailler pour l'audition. Ah, il y a le conservatoire pour ça, non? Norma. Hast du gar keine Lust mehr zu spielen? Ich denke beim Spielen die ganze Zeit, ich schaff's nicht. Tu ne fais jamais de compliment. Je peux pas éprouver des sentiments du matin au soir. Hast du ein Problem damit, dass einer mit uns spielt? Ein Problem? Hm? Der ist wirklich begabt. Ich spiele nicht mehr. Jonas. Lass mich in Ruhe, ich spiele nicht mehr! Tu veux l'accepter seulement s'il est performant, c'est ça, hein? Le violon, Anna, c'est juste une infime partie de la vie. Même une vie entière ne suffit pas pour être bon dans une discipline.